Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Weihnachtsgottesdienst. Endlich ist es soweit. Die ganze Adventzeit haben wir uns vorbereitet. Nun erfüllt sich die Hoffnung, Gott kommt zu uns. Das Beruhigende dabei ist, er kommt nicht mit einem großen Tamtam oder einem gigantisch großen Triumphzug, sondern ganz bescheiden in der Stille der Nacht. Nach einer turbulenten und durchaus durchwachsenen Adventzeit ist das noch einmal ein ganz kräftiges Zeichen. Es muss nicht immer hektisch sein. Es muss nicht einfach brachial alles übertönt werden. Denn hin und wieder ist es die Stille, die kräftiger ist als jeder Lärm. Gott kommt zu uns. Was bedeutet das eigentlich? Genau darum soll es heute gehen. Um Hirten, um Weise, um Gott und um uns. Ewiger Gott, du bist bei uns, noch bevor wir das Licht dieser Welt erblicken. In dieser Nacht hast du uns nicht nur deine Liebe gezeigt, sondern durch deinen Sohn, Jesus Christus, auch neue Zugänge zu dir offenbart. In ihm hast du unsere Hoffnungen erfüllt. Ich danke dir für dieses Geschenk an uns und bitte dich, gib uns die Erkenntnis. Es liegt nicht an uns, Weihnachten zu retten, denn Weihnachten rettet uns. Amen. Passiert ist. Entschuldigung, ich bin David, ein Hirte, ein Hirtenjunge und ich darf zum allerersten Mal mit aufs Feld mit den Schafen. Wir sitzen gemütlich zusammen und plötzlich wird es mitten in der Nacht taghell. Sofort habe ich mich zu meinem Onkel hingekuschelt, weil die Angst war riesengroß und dann höre ich eine Stimme und die sagt, fürchtet euch nicht. Heute ist der Retter geboren. Ihr werdet ihn finden in einer Krippe liegend, in Windeln gewickelt. Was? Und noch nicht genug, noch viel mehr Engel kommen. Es wird noch heller und sie singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Und dann stockdunkel. Alle weg. Die
erwachsenen Hirten, mein Onkel und die Freunde, die wussten genau, was sie tun. Die sprangen auf und meinten, so, wir machen uns auf den Weg und gehen nach Bethlehem zu dem Retter. Aber kann man da einfach so hingehen, ohne etwas mitzubringen? Einfach zu den frisch geborenen Baby und sagen, ja, hallo, wir sind die Hirten, das funktioniert. Aber ich in meinen Gedanken verloren, sind die Hirten schon weit voraus und ich höre nur den einen sagen, ich nehme meine Wolljacke mit, ich nehme die Laterne mit. Ja, und ich? Was nehme ich mit? Keine Ahnung, ich habe überhaupt nichts. Aber dann stehe ich vor dem Stall. Soll ich hinein? Soll ich draußen bleiben? Aber alle gehen hinein und ich betrete diesen Stall und es ist so viel Wärme und ein kleines Baby. Und das, dieses ganz winzige Kind, das soll der Retter sein? Ja, das muss so sein. Und wir erzählen Maria und Josef, was wir erlebt haben und sie freuen sich mit uns. Und jeder einzelne der Hirten geht zu ihm und dann bin ich an der Reihe. Jesus, ich besitze gar nichts. Ich habe nichts. Ich kann dir nur eines schenken. Ich kann dir meine Liebe und mein Vertrauen schenken. In der Hoffnung, dass du die Welt zum Guten verändern kannst. Das ist mein Geschenk an dich. Wir, das sind Melchior, Kaspar und ich, Balthasar, haben erfahren, dass ein neuer König geboren wurde. Gut, das ist jetzt eigentlich nichts Aufregendes, aber dieser König ist etwas Besonderes. Dieser König ist der, auf den wir so lange gewartet haben, denn dieser König ist es, der Frieden bringen wird. Und so ist es, glaube ich, auch nicht sehr verwunderlich, dass wir drei beschlossen haben, zu diesem König uns aufzumachen
und ihm Danke zu sagen für all das, was er für uns noch tun wird. Aber da ist schon ein kleines Problem. Was schenkt man denn eigentlich jemandem, dem man einfach nur Danke sagen möchte? Denn einfach nur mit leeren Händen wollen wir nicht zu ihm gehen. Das ist der Gedanke. Was wollen wir mit unseren Geschenken ausdrücken? Welche Hoffnungen und Wünsche? So suchen wir uns die Geschenke aus. Und Melchior war da auch wie immer der Schnellste und hat gesagt, er schenkt Gold. Relativ naheliegend. Gold ist etwas Kostbares, etwas Wertvolles, etwas, das einem König würdig ist. Naja, aber jetzt können wir nicht dreimal das gleiche Geschenk mitnehmen. Also überlegen Kasper und ich weiter, welche Wünsche und Hoffnungen verbinden wir mit diesem Neugeborenen? Und Kasper, er meint, er möchte Myrrhe schenken. Falls sich jetzt jemand fragen sollte, wieso Myrrhe? Die gleiche Frage habe ich Kasper auch gestellt, deswegen kann ich euch eine Antwort geben. Myrrhe wird verwendet, um Medizin herzustellen. Kasper möchte mit diesem Kind seinen Wunsch Ausdruck verleihen, dass dieser König jemand ist, der sich um die Kranken kümmert, um die, die leiden. Ein König, der die Menschen heilt und wieder gesund macht. Ich finde, das ist ein wunderschöner Gedanke. Und deswegen habe ich beschlossen, ich schenke dem Neugeborenen Weihrauch. Weihrauch verwenden wir normalerweise in einem Gottesdienst. Dann, wenn wir Gott ganz nahe sind, denn ich bin davon überzeugt, mit diesem Kind, mit diesem König und Retter, mit diesem Heiler, sind wir Gott ganz nahe. Diesen Gedanken möchte ich mit meinem Geschenk Ausdruck verleihen. Und nun haben wir unsere drei Geschenke. Alles, was jetzt noch zu tun ist, auf den Weg zu diesem Kind, damit wir ihm unsere Wünsche, unsere Hoffnungen und unsere Geschenke mitgeben können.
die Hirten und die Weisen. Zwei völlig unterschiedliche Gruppen machen sich auf den Weg zu Neugeborenen. Das wäre eigentlich ziemlich spannend, wie diese beiden Gruppen miteinander ins Gespräch kommen würden, wenn sie sich unterwegs treffen würden. Die einen aus dem Lukas-Evangelium und die anderen aus dem Matthäus-Evangelium. Die einen machen sich auf den Weg zu einem Retter, zu einem, der genau zu denen kommt, die normalerweise am Rand der Gesellschaft leben müssen, die normalerweise auch eher übergangen und ignoriert werden. Und die anderen sprechen über einen König, also quasi das komplette Gegenteil. Und trotzdem, auch wenn sie von zwei ganz unterschiedlichen Dingen sprechen, meinen sie das Gleiche. Wie funktioniert das? Genau das oder beziehungsweise die Antwort auf diese Frage ist ein wichtiger Bestandteil der Botschaft von Weihnachten. Gott kommt zu uns Menschen. Und zwar ist es da völlig egal, ob ich alleine bin oder in einer Familie, ob ich arm oder reich bin, ob ich jung oder alt bin oder ob ich, welches Adjektiv auch immer ich mir jetzt sonst noch ausdenken könnte. Denn unterm Strich sind wir alle Menschen. Zu Weihnachten feiern wir, worauf wir uns in der Adventzeit vorbereitet haben, Gott kommt zu uns. Das habe ich schon in der Begrüßung einmal erwähnt und jetzt noch einmal, ich spreche da so einfach darüber, Gott kommt zu uns. Aber was bedeutet das eigentlich? Eines bedeutet es ganz sicher, Veränderung. Es wird sich etwas verändern. Die Hirten und die Weisen haben sich genau darüber Gedanken gemacht. Auf welche Veränderungen hoffen sie? Was wünschen sie sich? Welche Hoffnung verbinden sie mit dieser Veränderung, die wir an diesem Tag feiern? Eine solche Hoffnung auf Veränderung habe ich auch. In diesem Jahr ganz besonders für die Menschen, die Angst davor haben, nicht wichtig zu sein. Die Angst davor haben, von der Gesellschaft vergessen zu werden. Für diese Menschen ganz besonders wünsche ich mir, dass sie Gottes Stimme hören, der ihnen zusagt, du bist ein Geschenk, du bist wichtig und du bist wertvoll. Das heurige Jahr war und ist geprägt von einem Unwort, das man eigentlich langsam schon nicht mehr hören kann, Corona. Und egal, wie man dazu steht, ob man sich davor fürchtet, es leugnet, sich damit abgefunden hat oder einen ganz anderen Weg geht, das heurige Jahr hat für viele Menschen dafür gesorgt, dass sie sich auf die eine oder andere Art und Weise einsam fühlen, alleine oder isoliert. Ein Unwort, das dazu beigetragen hat, Social Distancing. Das kann und das darf es nicht geben. Physical Distancing. Körperliche Distanzierung, um mich und meine Mitmenschen verantwortungsvoll zu schützen, ja. Aber dabei muss weiterhin der soziale Zusammenhalt gewährleistet sein und bleiben. Um ein bisschen in Bildern zu sprechen, gegen das Dunkel der Einsamkeit leuchtet der Engel und zeigt die Richtung. Gegen das Dunkel der Angst strahlt der Stern und weist den Weg. Gegen das Dunkel, gegen die Angst und gegen die Einsamkeit strahlt die Botschaft von Weihnachten, nämlich dass Gott und seine Liebe zu uns kommt. Und nicht nur das, dieses Licht Gottes strahlt in jedem und jeder von uns, damit wir diese Botschaft und Gottes Liebe miteinander teilen und weitergeben können. Unser Monatslied im Dezember hieß und heißt: Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt. In diesem Lied zeigt sich die christliche Hoffnung und das Vertrauen auf Gottes Wirken in unserer Welt. Die Adventzeit ist vor allem deswegen eine so hervorragende Vorbereitung, weil sie zeigt,
meine Hoffnungen, meine Sehnsüchte und Wünsche, die Veränderung selbst, das ist nichts, das sich von heute auf morgen einfach erfüllt. Es braucht Zeit. Gleichzeitig erfüllen sich meine Hoffnungen und die Veränderung kommt. So sicher, wie auf den vierten Advent schließlich Weihnachten kommt. Und zu Weihnachten, an diesem Tag und in dieser Nacht, feiern wir, weil wir an diesem Tag so ganz besonders die Nähe Gottes spüren können. Nach einer hektischen und turbulenten Adventzeit ist heute endlich der Moment für die Ruhe gekommen. Der Moment, in dem die Stille laut wird, in der wir uns ganz auf Gott besinnen können. Amen. Ewiger Gott, in der Stille der Nacht kommst du zu uns. An deinem Beispiel bitten wir dich. In der Stille der Nacht bitten wir dich, Gott, gib uns die Weitsicht zu erkennen, in welchen Momenten wir Ruhe bewahren können und in welchen wir die Stimme erheben müssen. In dem Frieden,
den wir erleben dürfen, bitten wir dich, Gott, steh du den Menschen auf Lesbos bei. Lass jene, die der Hilfe im Weg stehen, an deinem Beispiel erkennen, dass Liebe und Mitgefühl keine Frage des Preises sein darf. Wir bitten dich auch für alle, die wir lieben und die uns nahe stehen. Bewahre uns miteinander. Wir bitten dich für alle, mit denen wir uns schwer tun. Lass uns durch deinen Geist zueinander finden. Wir bitten dich für jene, mit denen wir dieses Fest leider nicht mehr feiern können, und jene, die um sie trauern. Lass sie Trost und Hoffnung in deiner Liebe finden. Ewiger Gott, durch die Geburt deines Sohnes erstrahlt dein Licht in der Welt. Jeder Ort und jeder Mensch wird von deinem Licht erreicht. Das ist unsere Hoffnung, das lässt uns glauben, das soll unsere Liebe bestimmen. Darum bitten wir im Vertrauen auf Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder unter den Menschen, unseren Herrn für Zeit und Ewigkeit. Amen. Nun dürfen wir gemeinsam mit einer Stimme als eine Gemeinde so beten, wie Christus selbst es uns gelehrt hat. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bevor ich auch nur irgendetwas anderes sage, liebe Laura, vielen Dank für diese wunderschöne Musik und ganz großen Respekt für den Mut, hier in dem Gottesdienst für uns zu spielen. Ja. Ich hoffe, dir ist bewusst, dass du das noch öfter machen musst. Sehr gut, wunderbar, gut. Denn jetzt geht es nämlich auch um sozusagen die Informationen, wie geht es hier bei uns und in dieser Gemeinde weiter. Ja, ich habe das böse Wort mit Sie heute schon erwähnt, deswegen lasse ich es jetzt aus, aber deswegen werden die Online-Gottesdienste im Jänner weitergehen. Falls ich hier für jemanden etwas Neues sage, wir haben einen YouTube-Kanal, und zwar Heilandskirche Krems. Auf diesem Kanal werden seit dem 22. November sonntäglich die Gottesdienste hochgeladen. Der Vorteil dieser Online-Gottesdienste, falls sie jemand versäumt hat, alles gut, man kann sie nachfeiern und nachschauen. Alles möglich. Den heutigen Gottesdienst finden Sie auf dem Kanal von Herrn Pfeffel, der dankenswerterweise den Livestream übernommen hat. Vielen Dank dafür. Und etwas, zu dem ich euch alle ganz herzlich einladen möchte, denn es ist eine wunderbare Möglichkeit dieser Online-Gottesdienste. Wenn ihr einen Text für ein Gebet oder Fürbitten habt, ein Bild, das wunderschön ist, ein Video habt, das ihr aufnehmen möchtet und in einen Gottesdienst integrieren möchtet, das ist möglich. Am ersten Advent-Gottesdienst habe ich die Fürbitten eines Gemeindemitglieds vorgelesen, die sie mir zugeschickt hat, schriftlich. Am dritten Advent haben wir im Gottesdienst ein Video einer Studentin eingefügt, die Fürbitten zu Hause aufgenommen hat und mich gebeten hat, diese Fürbitten im Gottesdienst einzufügen. Es ist möglich. Jeder, der sich hier mal Gedanken gemacht hat, ich würde gerne in einem Gottesdienst mitmachen, aber ich traue mich noch nicht so vor den Altar,
jetzt ist eine ganz spannende, eine ganz neue Möglichkeit, das einmal zu probieren und auszutesten. Dafür ist Kommunikation wichtig. Kommunikation ist auch das Stichwort für den Jänner. Im Dezember habe ich mich fürs erste Mal mit dem Presbyterium darum gekümmert, dass die Gottesdienste weiterhin stattfinden. Mittlerweile haben wir, wie ich glaube, ein sehr gutes Maß an Qualität erreicht. Jetzt geht es weiter. Meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse sind auf unserer Homepage hoffentlich sehr einfach zu finden und es ist eine Einladung. Solltest du einmal diese Kirche für dich haben wollen, hier in diesem Raum beten oder zu Gott finden wollen oder einfach nur einen Moment der Ruhe brauchen, melde dich bitte einfach bei mir. Sofern ich zu Hause bin, was aktuell wohl sehr oft der Fall sein wird, kann ich gerne die Kirche aufsperren. Diese Telefonnummer und E-Mail-Adresse sind allerdings auch eine Einladung für diejenigen, die ein Gespräch brauchen, suchen oder einfach nur möchten. Auch hier bitte gerne, ich bin da, wir sind da. Und mit diesen hoffentlich kraftvollen und tröstenden Worten darf ich das Ganze noch ein bisschen mehr steigern und den Segen des Herrn euch mit in diese wunderschöne Nacht geben. Eine ganz kurze Erwähnung noch, weil ich es beim letzten Gottesdienst vergessen habe. Keine Angst, das Licht geht gleich aus, das mache ich, das ist gewollt. Damit wir dann nur diesen wunderschönen Christbaum und unsere Kerzen leuchten haben. Ich darf euch noch einmal bitten, aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.